vor gut 15 Jahren hat irgendwie das Kapitel Downhill angefangen für mich. Damit ich Sederbum da auf der Planeien schlafen ins Radfahren angefangen habe. Wir sind da die Straßen aufgetreten und sind halt um die Wanderwege runtergefahren und ja, so haben wir den Weg zum Downhill gefunden. Und ja, jetzt ist an der Zeit ans Ende von dem Kapitel zum Denken. Es ist eigentlich verrückt, was passiert ist in den 15 Jahren, wo mir das Ganze hingeführt hat, was ich erleben habe dürfen, was ich erreicht habe. Das ist viel mehr, wie was ich mir je irgendwie erwartet oder erträumen hätte können. Und ja, jetzt ist so der Zeitpunkt, dass Valle Sole mein letzter Weltcup sein wird. Also ich werde meine aktive Karriere nach der Saison beenden. Ich werde auch noch die Weltmeisterschaft in Cairns bestreiten. Aber das war's dann für mich. Was dazu geführt hat, ich glaube, wenn man es zusammenfassen will, dann ist es für mich einfach, weil es passt. Es passt, es fühlt sich richtig an. Ich bin im Moment körperlich topfit, bin fahrerisch auf einem Level, was ich sage, noch nie war. Das Material ist top, besten Support, was ich mir vom Team vorgestellt habe und oder vorstellen können habe. Ich habe eine richtig starke Saison am Anfang gehabt und fahre im Moment auf einem Level, wo ich weiß, ich bin in meinem persönlichen Maximum angelangt und ich kann das, glaube ich, realistisch einschätzen, von wo dass ich herkomme und was ich erreicht habe, und das ist jetzt einfach ein Punkt, wo ich sage, ja, ich bin in meinem persönlichen Höhepunkt und ja, irgendwie, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ein großer Punkt, was zu dem geführt hat, dass ich gesagt habe, ich beende meine Karriere, ist auch, dass ich im Dezember vor der wäre. Richtig geil. Und ja, es ist ganz einfach, in dem Sport brauchst du einen hundertprozentigen Fokus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Typ bin, der für das nachher da bereit ist. Alles zum Riskieren, und ich glaube, meine Energie kann jetzt sehr gut Wunderstein setzen, wird Wunderstein gebraucht werden, und auf das freue ich mich riesig. Ja, jetzt stehen aber noch extrem wichtige und eine coole Rennen noch. Ja, ich bin körperlich topfit, bin hungrig, also immer noch hungrig. An dem liegt es nicht. Und ja, ich freue mich auf die Aufgabe und möchte jetzt im Voraus dabei mal einen riesen Dank sagen an die Sponsoren, was ich jetzt habe. Von meinem Team als Mountrecker, und ja, waren alle Sponsoren, an alle Leute und an die Freundin, die was mir einfach über die letzten Jahre dahin begleitet haben, wo ich jetzt bin und was ich erleben darf, was da Energie und Geld und Motivation reingesteckt haben, und das ist nicht selbstverständlich, und ja, einfach ein riesen fettes Danke, und wir werden uns sowieso sehen bei den letzten Rennen oder wo immer.